Hallo AFOPS, willkommen im Nomstedt-Studio. Ich bin der Marco. Und ich bin der Michael. Sollte ich überhaupt anfangen? Wir machen das jetzt so okay. Einfach mal. Also wir sind jetzt, wir sind da. Wir sind da, jawohl, es geht los. Marco, hier ist der große Ben. Der große Ben. Aus London. Ist er schön? Ist er schön, ist er schön. Er ist schön, er ist schön beige. Nein, er ist schön. Er ist, wie heißt's? Ten. Ten. Nur genau. Ten? Genau, ja. Okay, er ist Ten. Das Wangi Ten. Ich finde, es hat, wenn ich mir so anschaue, einen ganz leichten Gelbstich im Vergleich zu anderem Ten. Aber ich finde, man kann es mit anderen Teilen verbauen. Ganz kurz. Ja. Ein wunderschönes Kartonchen. Ein wunderschönes Kartonchen. Mit Originalbilder, mit allem Pipapo, genau. mit ein Infos paar auf der Rückseite. Infos. Die auch verraten, was der Big Ben eigentlich ist. Genau. Nämlich die Glocke da oben. Die größte Glocke im Turm, richtig. Da sind 5 Glocken drin und Big Ach Ben so. Ist die größte. Okay. Ja, dieses Bing, Bang, Bang, Bong, das geht halt schon nur mit mehreren Glocken. Hier steht drauf 6 Jahre. Nein. 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 Aber 7. Immer den Karton wieder. 1666 Teile. 1666 Teile. Wow. Die Anleitung? Für 1666 Teile? Ja, Wangi halt, ne? Das ist nichts. Das Wangi. Ist wahrscheinlich noch 4 Bauschritte pro Seite oder so. 14 Seitchen, sind wir durch. Ja, das ist Wangi. Das war bei dem Empire State Building auch so. Das war bei dem Kaffeehaus so. Gut. Ich mein, und du hast wahrscheinlich auch keine durchnummerierten Tüten. Das ist auch Wangi-Style. Ja. Man breitet es aus, man hat einen vollen Tisch. Nach Farben sortieren bringt nichts. Hier ist Ten. Da ist der Rest. Hier ist Ten, hier ist der Boden. Genau. Oder was? Ja, ein bisschen Braun ist drin, dieses Wangi-Braun. Ne? Auch ein spezieller Ton. Ja, wir also. Haben ein bisschen Schwarz und den Boden. Das Bauen ist jetzt ist nichts Dramatisches. Also, das ist okay. Ah, finde ich schon. Aber erzähl mal weiter. Ich komme gleich dazu. Okay, erzähl mal weiter. Okay. Also, du baust hier Etage für Etage vor dich hin. Das ist nicht mehr so ein bisschen doppelt. Du hast innen was, das Ganze ein bisschen abstützt. Ich will es nicht auseinandernehmen jetzt. Nee. Wie war das bei deinem Empire State Building übrigens? Das war während des Baus teilweise extrem instabil, habe ich im Video auch erzählt. Wir haben jetzt im Empire State Building ein Video und so ein Kaffeehaus. Und da warst du nicht so ganz begeistert immer, nee, gell? Nee. Ja, aber das war hier jetzt eigentlich, konnte ich das nicht so sehen. Ja, sieht mir auch stabiler aus. Du konntest das wirklich, du hast es einfach hochgezogen, das Ding, kam es dann hier oben an dein Türmchen. Die Uhren, ich habe dich vorgewarnt, nicht reindrücken, weil diese Wände hinter den Uhren, die würdest du reindrücken. Die gehen dann nach innen. Ja. Das heißt, wenn man den stabiler machen möchte, müsste man von innen irgendwie sowas, eine Querverstrebung einbauen. Kann man denn eigentlich rein? Also ich weiß, dass das hier oben relativ locker drauf sitzt. Das hat nicht so richtig. Okay. Nicht so das richtig. Ist ein Teil, ja, habe ich ja noch nie gesehen. Komm, jetzt macht ihr wieder überrascht. Ja, ich kenne das Teil nicht. Das gibt es so nicht. Das ist von 3 auf 1 Noppe. Aha, das ist ein ganz spezielles Format. Hier haben wir 3x3 Noppen und wir gehen von 3 auf 1 Noppe. Neues Teil finde ich grandios. Nee, lass es. Komm, lass es ganz. Lass es lieber. Okay, ja. Schön. Also das ist, dass ich damit eine Freude machen kann. Die Teile sind auch ganz interessant. Aus Dänemark kenne ich die so geriffelt, dass die so eine etwas raue Oberfläche haben. Die hier sind wirklich glatt. Das ist so fingerabdrucksglatt, sag ich mal. Ja, es hat so ein paar leichte Dellen hat das Ding hier oben. Aber gut, das ist dann schon wieder in den Details. Wir könnten ihn drehen, es würde halt nichts bringen, weil er von allen Seiten gleich aussieht. Also wir enthalten euch jetzt hier nichts vor. Nein. Das Gebäude hat 4 Schokoladenseiten und die schokoladigste ist die, genau. Wir haben hier dieses. Das kam so aus der Box, oder? Das kam so fertig wahrscheinlich aus der Box. Zumindest war das bei Empire State Building so. Ich musste die nicht zusammensetzen, das lag schon so in der Box drin bei mir. Bei dir auch? Ja. Ja. Und warum? Haha. Weil das einfach so bedruckt wird. Das wird zusammengebaut und dann geht das in die Maschine und Druck. Dann lassen die das auch gerade so. Das ist ja quasi bedruckt, perfekt bedruckt, über 3 2x4 Fliesen hinweg. Und das machen die, indem sie es vorher zusammenbauen, in die Maschine legen. Das ist ja das Coole, das sage ich mal. Mir lässt denn ja immer nur ab, warum die über mehrere Fliesen Sticker machen und finden es nicht cool. Ne? Und man kann auch über mehrere Fliesen drucken. Ich krieg's nicht dran, Marco. Doch, jetzt. Ja. Ja. Das war ich jetzt.
Marco, hast du noch ein bisschen Insiderwissen? Weil ich kann nicht so viel erzählen. Dieser Turm ist ehrlich, das hier sind diese viele, hier, viele schöne Fenster. Diese Teile hier, diese 1x1, 2 hoch, diese ganzen Dinger hier, die sehe ich gerade zum ersten Mal. Das sind neue Teile. Die habe ich vor diesem Set noch von niemandem gesehen. Hier oben, die sind auch sehr schön. Ne? Diese, die sind cool, ja. Das sind zwei breit. 2x1, 2 hoch hier, diese schönen Verzierungen. Gefallen mir die Teile. Ja. Ich habe mit so einem Set habe ich ein Problem. Mit solchen Sets habe ich ein grundsätzliches Problem. Das war beim Empire State Building schon so, dass es hier noch Ärger. Und bei der Tower Bridge aus Dänemark, die ich mal aufgebaut habe, war es ganz besonders schlimm, weil es 4000 Teile waren. Haus raus, was ist dein Problem? Dieses Set ist symmetrisch. Schüttet dein Herz aus. Egal wie man es, es hat 4 identische Seiten. Es hat lauter identische Stockwerke. Man baut immer wieder das Gleiche. Es ist keine Abwechslung drin. Da werde ich ein bisschen kirre. Ich liebe die modularen Gebäude, weil da jede Reihe irgendwie anders ist. Da passiert immer wieder was Neues. Es ist schön. Und hier passiert, ich meine, das ist genau wie das, ist genau wie das. Und die Seite ist genau wie die, ist genau. Du verstehst, was ich meine. Es ist ein wunderschönes Modell. Es sieht schön aus, wenn es steht. Auch die Tower Bridge sieht gut aus, wenn sie steht. Aber man darf kein Problem mit solchen Wiederholungen haben. Sonst ist Hast das Set... Hast du Taj Mahal gebaut? Nein, Taj Mahal werde ich. Ich werde mir nicht 5.920 Teile geben, die auch alle vollkommen gleich sind. Aber meine Mutter hat es gebaut. Oh, nee, das wäre für mich, also nach Tower Bridge habe ich mir gedacht, nee. Vor allem, das hier sind 1.666 Teile, die man sich vorsortieren muss. Das andere sind... Bei der Tower Bridge muss man sich 4.000 Teile vorsortieren, weil es da auch keine durchnummerierten Tüten gab. Ui, ich habe 1,5 Stunden vorsortiert und dann habe ich angefangen zu bauen, hatte schon keine Lust mehr. Das kenne ich. Also, es ist toll. Ich persönlich habe mehr Bauspaß an Sets, an denen sich nicht ganz so viel wiederholt. Sowas wie die Yamato beispielsweise, da hast du auch links und rechts das Gleiche. Aber das hat mich... Ja, aber die historischen Gebäude, und so. Die Gebäude, die es wirklich gibt, ja, die sind halt mal so. Ja, und so ein Turm ist natürlich so. Wenn klar. du ein Xingbao-China-Häuschen nimmst, das ist erfunden. Das ist, da kann man ja viel verschiedene Sachen reinbauen. Ja, aber das wenn ist ich ja jetzt, nichts ja, nachempfunden. Aber, das ist nachempfunden. Das muss. Ja, aber auch ein Fachwerkhaus oder ein chinesisches Haus, das es genauso gab, das ist vielleicht spiegelsymmetrisch. Klar, du hast aber genug Häuser, die einfach nicht spiegelsymmetrisch sind. Nein, ich meine damit, das du ist hast halt da Turm, mehr Abwechslung. Er muss so sein, ja, klar. Er muss so sein und er sieht auch schön aus und er hat. Warst du schon jede da? Menge Teile. Ich war mit 14 war ich mal in London. Ich habe den Big Ben und den Turm drumherum auch mal von einer Themsefahrt aus, von einem Boot aus gesehen. Ich bin noch nicht über das Wasser. Wir reden die ganze Zeit davon, wie viele Teile das sind. Ja. Und? Witzig, laut unserem System hat es 1642 Teile. Hier steht 1666, wir vermuten mal, dass das stimmt. Also, wir haben das Wangi-Set 5216 mit 1666 Teilen, vermuten wir. Und es sind 1666 Teile für knapp 50 Euro. Das wollte ich noch wissen. Abmessungen 18 x 18 x 63 cm. Komplexität, hast du gesagt, anspruchsvoll im Bau? Ja. Ich würde aber sagen, nicht so anspruchsvoll wie das Empire State Building. Nein, auf keinen Fall. Beim Empire State Building hast du diese Reihen hier, diese Reihen mit diesen Gittern hier. Ich weiß, da hast Davon du hast Probleme. Du sehr lange. Ja. Und weil die so lange sind und teilweise halt rund um eine Ecke sind, hast du dann immer wieder mal so Bereiche, die nur 1x1 breit sind und die sehr lange mit nichts verbunden sind, weil das halt ansonsten nicht geht. Und das ist im Bau und stellenweise auch danach noch instabil. Das hier ist stabil. Das wird doch ganz anders gebaut. Das ja, ist du, hast, du hast hier immer nur kleine Abschnitte. Das heißt, du baust hier praktisch immer nur dieses hier. Ja, ja, klar. Und dann hast du wieder Stabilität. Ja. Und dann baust du das nächste wieder drauf. Und diese Stabilität zwischendurch, die ist bei Empire State Building seltener. Das ist vor allem dann, wenn es sich nach oben verjüngt, dann hast du wieder Stabilität drin. Empire State Building baust du bis ganz oben quasi zwei Hälften, die nicht miteinander verbunden sind. Ja. Also, aber das ist stabil. Aber da hast du ja auch wieder irgendwelche Tricks angewandt, damit da keine Probleme gibt. Ja, genau. Ja. Ich habe da an ein, zwei Stellen die Teile einfach andersrum gesetzt, um mehr Stabilität zu bringen. Das ist hier nicht nötig. Das ist hier nicht nötig. Das passt einfach. Alles bedruckt, das erwähnen wir nochmal. Auch diese schönen Uhren, die man nicht so anfassen soll, ja, sehen dafür schön aus. Wen wundert's? 4 Stück? Ja, wer hätte es gedacht.
So. Blieben größere Big Mengen an Teilen übrig. Ein paar wahrscheinlich. Zumindest bei mir war das bisher so. Nicht erwähnenswert, sonst hättest du dabei. Nicht erwähnenswert. Okay. Ein schönes, ein hohes Set. Also wenn man das in eine Vitrine stellen will, die Vitrine muss mindestens 63 cm Höhe haben. Wisst ihr schon mal. Muss von der da Tiefe her. Muss das da oben eigentlich golden sein? Ich finde es schön, dass es golden ist. Ja. Wir nehmen das mal ab. Ja. Auch ein Spezialteil. Ne? Ein Spezialteil. Hier sitzt ein Spezialteil auf einem Spezialteil. Könnte auf jede Kirche passen, hier? Ja. Da oben das. Also dieser Turm hier, damit kann man schon einiges anstellen. Auch für eigene Bauprojekte. Das ist natürlich auch ein toller Teilelieferant für irgendwelche Kölner Dom, was auch immer. Dom Schlösser, Burganlagen, was man daraus bauen will. Schön ist es. Man könnte auch aus dem Ding, gut abgesehen von den Uhren, das wäre dann alles kleiner, vielleicht ein komplettes Westminster bauen, so mit Turm an der Seite. Gibt's da auch, oder? Gibt von Lego mit einem Teil, dem einen Flügel. Nee, ich meine doch hier von den richtigen Noppenstein-Firmen. Von den richtigen? Eieieiei. Von denen, die wir im Sortiment haben. Ja. Kann sein, gibt es auch in viel kleiner, so in hier Wangi hat Architektur, ja. Ich weiß von Wangi gibt es noch eine Menge Architektursets. Ja. Die haben wir euch im Video zum Empire State Building auch mal gezeigt. Ich glaube, den unter anderem auch. Notre Dame gibt es einige. Schöne Gebäude. So, für heute. War es genug aus London? Genug aus London. Wir melden uns ab aus London. Man kann nie genug Noppensteine haben. Beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Und in diesem Fall beim Danke fürs Zuschauen. Vorsortieren. Tschüss. 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 Er sieht schon toll aus. Ja, aber ich bin hier auch nicht so dieses historische Gebäude so. Du magst sie gerne, gell? Ja, ich liebe das. Ich finde Notre Dame von Wangi so schön. Hast du schon? Nee. Hm.